Part 2 zum Thema Magersucht und Anorexie. Ich habe Part 1 bereits gepostet. Schaut es gerne zuerst an, damit ihr auch den Einstieg habt und nichts verpasst. Und da das einfach ein super langes und intensives Gespräch war, hatte ich beschlossen, das dann in zwei Teile zu schneiden. Bei Kim findet ihr das Video auch. Sie hat es auch in zwei Teile geschnitten. Und schaut da auch gerne vorbei. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Teil 2 und natürlich auch ganz viel Kraft. Ja, das finde ich nämlich auch einen ganz, ganz wertvollen Tipp, zu sagen, such dir ein Umfeld, was dir Energie bringt und helfen kann. Ja. Und deswegen kann ich, also ich weiß ja jetzt nicht, wie es in so einer Klinik ist, aber da ist halt dann die Frage so, ja, hilft dir das oder hilft dir das nicht? Aber auf jeden Fall, sobald du halt draußen bist, finde ich, kannst du halt schon aktiv wahrscheinlich dein Umfeld irgendwie so gestalten, dass du siehst, okay, das ist aber viel gesünder für mich als jetzt so, wie zum Beispiel für dich, Triggers, kann es triggernd sein, zu Hause zu sein, immer im gleichen Umfeld wieder anzukommen, weil da hat sich das ja auch alles, das ist ja irgendwo entstanden. Ja, und das war auch das, was mir, also ich bin dann aus der Klinik raus, hatte da eigentlich ein ganz gut, also war da relativ stabil wieder und bin dann wieder rückfällig zu Hause geworden, weil ich eben gemerkt habe, dass dann auch viel mit dem Umfeld zusammenhing und ich auch viel zu kurz in der Klinik an sich war. Also bei mir konnte, ich war 2 Monate dort, nee, 6 bis 8 Monate, 6 bis 8 Wochen. Und ich glaube, ich hätte länger dort sein müssen, damit man auch wirklich die Tiefen von dieser Krankheit, weil man, es ging natürlich, steht auch erstmal das Gewicht im Fokus bei der Magersucht. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass das erstmal so ein bisschen stabilisiert wird, weil ich auch der Meinung bin, dass du nicht vom Kopf her gesund werden kannst, wenn du noch im Untergewicht steckst. Aber dadurch braucht es halt einfach noch mehr Zeit. Und gut, ich bin dann mein altes Umfeld zurück, bin dann rückfällig geworden. Und dann war es wirklich, das sage ich immer wieder, was mich da am meisten rausgebracht hat, war mein eigener Lebenswille und mir mein Leben zu leben und zu gestalten, weil ich wollte danach studieren. Und dann bin ich ausgezogen und dann war ich für mich selber verantwortlich. Und das war so, okay, du isst jetzt nicht für deine Mama, du isst jetzt nicht für deinen Papa, du isst jetzt für dich selber, weil du gesund werden möchtest und nicht für irgendjemand anderen. Und das war so das Größte. Das ist eigentlich krass, dass du das gerade sagst, weil jetzt habe ich gerade in dem Moment so einen Gedanken, wie man immer sein Baby füttert und sagt, ein für die Mama, ein für den Papa. So, vielleicht ist es auch gar nicht so sinnvoll, wenn man das sagt. Eigentlich man gar nicht. Man isst ja ein für dich und, und wenn nicht, dann halt nicht mehr. Ja, voll. Dass es da schon irgendwie was machen kann, was man vielleicht, was man in dem Moment noch gar nicht deutet und dann eigentlich gar nicht so nachhaltig ist, diese Dinge zu sagen. Ich glaube, das sagt man so vollkommen so unter. Ohne zu denken, vollkommen. Ja. Aber im Endeffekt ist es genau das, was es eben nicht ist, weil du isst für dich selber, du isst für niemanden anderen. Ja. Und dann war es so, ich wollte nicht mehr länger die Essgestörte sein. Ich wollte nicht, weil natürlich hat sich das Sozialleben ausgelebt. Also so, was willst du denn, was will ich? Also ich selbst habe mich ja sowas von isoliert. Und dann aber gleichzeitig hat es dann noch mehr so diese Selbstzweifel gestärkt, weil dann war es so dieses, eigentlich wollte ich nichts mehr mit den anderen Leuten machen, aber gleichzeitig hatte ich dann das Gefühl, dass sie mich ausschließen. Also so, das hat sich so so ein Teufelskreis dann entwickelt. Ja. Und dann hast du ja eh das Gefühl, oder ich war auch so jemand, dass die mich nicht mögen, so, obwohl es meine Freunde sind. So dieses tiefe Gefühl, was man halt diese riesen Selbstzweifel in sich hat. Und dann, ja, war es halt so, nee, ich möchte mein Studium jetzt beginnen, gesund in Anführungszeichen sein, wenigstens, dass man vom Anschein jetzt nicht mehr mir ansieht, dass es nur um die Essstörung irgendwie geht oder dass ich essgestört bin. Und dann habe ich innerhalb von 3 Monaten, also ich bin vor meinem Studium nach Göttingen gezogen und habe in den 3 Monaten zugenommen, Normalgewicht erreicht und dann habe ich angefangen zu studieren. Ja, dann ist auch richtig flott, ne? Ja. Und genau, aber der Switch war in deinem, also dein Mindset war das am Ende das, was dir geholfen hat, da rauszukommen. Ja. Da würde ich auch direkt ansetzen, wann war dieser Punkt, wo du gesagt hast, du bist da rausgekommen oder kann dieser Punkt überhaupt irgendwann da sein? Weil da habe ich echt auch schon so von meinem Umkreis super viel mitbekommen, dass manche sagen, so, du kannst dann nie komplett rauskommen. Also man kann sich komplett heilen, andere sagen, doch, also ich bin komplett geheilt. Wie siehst du das? Ganz schwierig. Ich glaube, ganz tief in hat man einfach diese Anfälligkeit und schlummert dieses mit der Essstörung. Und ich sag immer, man kompensiert ja Gefühle mit dieser Essstörung und mit Essstörungen und mit dem Thema Essen. Und so ist es bei mir eben auch. Und in extremen Lagen glaube ich, dass ich immer wieder anfällig sein werde für, das ist halt einfach so ein, wie so eine Charaktereigenschaft von einem. Und dass ich immer
eher mit Essen handeln werde. Was ja jetzt auch bei mir, jetzt in den letzten 2 Jahren habe ich ja auch, da bin ich zwar nicht in die Magersucht wieder gerutscht, sondern eben ins Binge-Eating, weil ich mit Essen gehandelt habe. Und das, ich glaube, diese Anfälligkeit einfach dafür, die wird immer da sein. Und ich glaube, das kann mir niemand sagen, dass es weggeht. Aber aus dem Alltag kann die Essstörung verschwinden. Also da bin ich mir vielleicht zu 99%, also nicht zu 100%, aber zu 99%. Ja. Man hat schon viel zu viel erlebt und im Hinterkopf manchmal, dass nicht irgendwann mal so ein 1% Essstörung in dir spricht. Ja, voll, da kann ich auch von mir sprechen, weil ich glaube, es ist so, also ich bin auch so ein emotionaler Esser. Und bei mir ist es dann auch sowas, viele Dinge kann ich bin recht diszipliniert und kann sie gut kontrollieren. Und das ist das, wenn halt aber alles nicht mehr so ist, wie es gerade sein soll, dann ist das halt komplett aus der Kontrolle geraten. Und dann kann es zum Beispiel auch mir passieren, dass ich mich komplett überesse oder so. Und dann denke ich so, es war halt einfach nur Frustessen. Und es ist jetzt halt nur eine minimale Form davon. Aber das ist ja, diese Essstörung ist auch irgendwie, glaube ich, weiß ich auch so von meinem Umfeld, die es haben, so eine Form von, ich habe mich unter Kontrolle, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich habe mein Essen unter Kontrolle, aber eigentlich ist es ja gar nicht unter Kontrolle. Ja. Und dann kann das halt eben, deswegen ist es diese Charaktereigenschaft. Für andere ist es vielleicht Sport, das kann genauso sein. Manche können halt, haben mit Essen gar kein Thema, aber dafür mit Sport oder mit irgendwas anderem, wo sie dann halt merken, so, aber das gibt mir Struktur und das mache ich, um mein Leben unter Kontrolle zu haben. Ja, das ist natürlich voll kontraproduktiv. Ja, genau. Das, deswegen, also ich glaube so richtig, aber ich bin auch immer so der Meinung, ich finde, das ist so ein Riesenanspruch zu sagen, musst du denn überhaupt 100% von deiner Essstörung geheilt sein? Das ist also, gar nicht so wichtig. Ich finde, es ist viel, viel wichtiger, immer zu sagen, okay, kannst du deinen Alltag uneingeschränkt leben? Und auch mit diesem Anspruch da gar nicht reinzugehen, dass ich jetzt da komplett geheilt werden muss, weil das dauert Jahre. Also so, das muss so, also ich glaube, es geht genau um diesen Anspruch auch. Dass man den nicht hat. Weil, das finde ich mir auch sehr hilfreich, einfach zu wissen, ich muss jetzt hier nicht von heute auf morgen gesund werden, sondern ich möchte jetzt einfach wieder Schritt für Schritt schauen, dass ich meinen Alltag wieder leben kann, dass ich nicht mehr eingeschränkt bin durch diese Essstörung. Und das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige an der Heilung an so einer Essstörung. Und nicht irgendwann sagen zu können, okay, ich bin jetzt 100% aus dieser Essstörung raus. Das verlangt doch gar niemand. Und das musst du auch von dir selber nicht verlangen. Mich würde jetzt noch interessieren, ob du jetzt, wenn du das alles so reflektierst, weißt, warum du am Ende, oder was wirklich das Gefühl war, dass dich so diese Magersucht getrieben hat, sag ich jetzt mal. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Ja. Also es war auch, also ich meine, also ich arbeite ja jetzt sozusagen erst meine ganzen Probleme auf, weil ich hatte ja gar nicht mehr, also die Therapie hat bei mir ja nie irgendwie was geholfen und jetzt bin ich gerade in der Therapie, wo wir halt gucken, warum ich überhaupt so Probleme mit dem Essen habe. Also sei es halt mit zu viel oder zu wenig Essen, hat ja an sich die gleichen Ursprünge. Und ich habe ein scholle Kindheit, ich habe super, also es sind, glaube ich, bei mir ganz viele kleine Dinge oder bestimmte Sensibilitäten, die einfach vorhanden sind, warum ich Dinge dann zu sehr fehlinterpretiere, sie zu mir zu Herzen nehme, zu große Selbstzweifel habe, aber so richtig, also es gibt genug Leute, die so eine Essstörung aus dem Trauma, aus wirklich richtig schlechten Erfahrungen entwickeln, aber diesen Punkt gab es bei mir nie. Nee. Also man kann auch wirklich sagen, das trifft, kann jeden dann auch irgendwie treffen. Voll, aber es kann ja noch kommen, dass du es rausfindest und dann da ansetzen kannst. Ich glaube, ganz, ganz viel immer ist die Angst. Und das ist, glaube ich, immer so einer der größten Auslöser, dass irgendwie aus Angst vor, du bist verletzt, du hast vor irgendwas Angst. Aber die Frage ist halt, vor was hast du Angst? Und das ist halt so, das rauszufinden, glaube ich, was, wo ich denke, sehr hilfreich sein könnte, wenn man das irgendwie da ansetzt, oder? Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es, also dadurch, dass es ja, wie gesagt, niemand kann es ja erstens beweisen, woran es wirklich lag. Also so, was da wirklich dann fehlgeschlagen ist. Oder im Endeffekt hat man ja auch Veranlagungen, also wirklich genetische Veranlagungen zu bestimmten Denkschema. Und ist ja auch Essstörungen wieder oft einher mit Depressionen. Und das sind ja auch wirklich, wo sich dann Synapsen in deinem Gehirn einfach ändern. Und dann, ja, also ist es einfach, es ist so komplex, das kann man, glaube ich, ganz, ganz schwer nur fassen und beschreiben. Ja. Du kannst jetzt zurückblicken und sagen, was dir geholfen hat, war einerseits dein Umfeld zu wechseln.
Ja. Dann. Obwohl, dann ist das Größte war wirklich sich selber, was ich immer wieder sage, sucht euch was im Leben, was euch Halt gibt, für was ihr lebt, für was ihr wirklich leben möchtet. Weil dieser Lebenswille, den habt ihr nicht mehr, wenn ihr eine Essstörung habt, weil ihr seht irgendwie in eurem Leben keinen. Ihr wollt nicht gesund werden, also meistens jedenfalls nicht, und habt einfach nicht irgendwie sowas, was euch richtig krass am Leben hält. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, sich etwas zu suchen. Sei es, es kann ja ganz verschiedene Sachen sein. Für die einen ist es, ich möchte irgendwann mal eine Familie gründen, ich möchte einen erfolgreichen, also das ist ja auch wieder eine bestimmte Leistung, aber halt, ich möchte irgendwie einen Job haben oder ich möchte in meiner Berufung, also viele haben ja wirklich so einen Traumjob, wo sie sagen, ich möchte Leuten helfen in meinem Job oder sowas halt sich zu suchen und zu sagen, hey, dafür möchte ich leben. Das ist, glaube ich, mein Number One, was wirklich mir geholfen hat, weil das so aus eigenem rauskommt. Genau, eigenen Antrieb. Genau. Und dann, ja, sich auch Leuten anzuvertrauen, damit halt einfach darüber zu reden, sich dafür nicht mehr weiter zu schämen, weil man dann immer weiter da eigentlich reinrutscht. Dann auch auch wenn ich sehr therapieunfähig war und immer so ein bisschen Antitherapie war, merke ich jetzt, ich glaube, wenn man wirklich den richtigen Therapeuten oder Therapeutin hat, ist Therapie auch ein ganz, ganz großes A und O, weil das wirklich einem helfen kann. Und da mache ich auch nochmal Videos sonst zu, dass man halt, das ist nichts Schlimmes, es ist nichts Schlimmes, so zur Therapie zu gehen, sondern einfach was super Gutes und war aber auch gleichzeitig Schwachstelle unseres Systems ist, weil ich sag so einfach, ja, sucht euch Therapie. Ja, Therapie zu suchen oder zu finden ist halt einfach super schwierig, super überlaufen und genau deswegen auch, es kostet so viel Kraft, sich einen Therapieplatz zu suchen. Also kann ich da immer wieder sagen, ja, deswegen sprecht erst mit eurem Umfeld, weil die können euch auch dabei helfen, euch einen Therapieplatz zu suchen, weil ihr habt meistens in dem Moment einfach nicht mehr die Kraft, euch so einen Therapieplatz zu suchen und auch den Willen, da zu 10.000 Leuten oder 5 Leuten zu gehen und immer wieder das Gleiche zu erzählen und zu gucken, wo möchte ich hin. Das ist mit sehr viel Glück verbunden. Aber gut, das auf jeden Fall. Dann, es kann, oder ich glaube, es ist auch oft sehr hilfreich, wirklich in eine Klinik zu gehen. Also sich da nicht zu verschränken und zu sagen, ja, aber die wertvolle Zeit, die ich dort vergeude, oder ich will mein Abi machen, ich will das machen, ich will hier und dort. Es hilft dir nichts, wenn du hier und dort bist und dein Abi hier und dort machst, wenn du aber nicht gesund bist. Also so, da geht die Gesundheit einfach immer vor und da kann Klinik wirklich ein sehr guter erster Anstoß sein. Und auch da immer nicht den Anspruch zu haben, selbst wenn du ein halbes Jahr in der Klinik bist, du bist danach nicht gesund. Also so, das ist so ganz oft, wo man so denkt, ja, dann gehe ich in die Klinik und bin wieder gesund. Pustekuchen. Also so, das beschleunigt den Gesundheitsprozess zum Teil vielleicht einfach, aber du bist danach nicht gesund. Ja. Also du hast danach noch eine Menge selbst zu tun. Das sind so meine Tipps an euch, wenn ihr betroffen seid und ja. Und dann nochmal Tipps an mich. Also zum Beispiel, wie kann ich den Personen helfen, genau. Ich frage zum Beispiel, wie geht's dir? Und dann, aber jetzt auch so, was mir Freunde erzählt hatten, zum Beispiel, wenn es so Situationen sind, wie man, die Person möchte sich eigentlich was zu essen kaufen, aber sie möchte nicht die ganze Portion. Dann zu sagen, so, hey, wir können es auch teilen, habe ich gehört, dass das auch helfen kann. Weil jedes andere würde vielleicht nicht helfen, zu sagen, ja, du kannst ja dann, ich weiß nicht was, aber einfach der Person vielleicht dann in der Entscheidung zu helfen und zu sagen, wir können es auch zusammen essen. Ja, oder das Gefühl überhaupt zu geben, dass in der Essenssituation es jetzt egal ist, was diese Person macht. Dass du sie nicht zum Essen drängst, sie nicht überredest, sie einfach für sie guckst oder halt fragst, wie wäre es jetzt für dich am besten? Wie wollen wir es jetzt machen? Möchtest du, also halt einfach, ja, wirklich auf die Bedürfnisse eingehst und guckst, weil selbst wenn die Person untergewichtig ist und selbst wenn sie dann nicht essen möchte, das auch einfach als für dich, okay, es ist in Ordnung, wenn du jetzt nicht essen kannst. Es ist gar kein Problem, ich zwinge dich jetzt hier nicht. Ich möchte die Zeit mit dir verbringen und ob du jetzt isst oder nicht, das klingt zwar jetzt so irgendwie doof, weil eigentlich soll die Person ja essen und dir wäre es super wichtig, dass sie isst. Aber das hilft nicht, weil das verschlimmert noch so diesen Druck, so dieses Angstgefühl davor, jetzt zu essen, weil ja meistens hast du auch total Angst, irgendwie mit anderen Leuten zu essen oder und Essen ist für dich einfach nichts Befreites oder auch einfach zu sagen, wir können uns auch treffen, wir müssen nichts essen, wir können einfach, also so einfach das alles so ein bisschen abzukapseln und die Person als Person zu sehen und nicht die Krankheit, die hinter ihr steckt. Das ist ein sehr wertvoller Tipp. Und da aber jetzt eben auch nochmal, weil ich eben von Freundinnen weiß, die haben dann wirklich gesagt, sie
wussten halt nicht, was ihr Bedürfnis ist. Mhm. Da dann halt eben, sie haben gesagt, so, denen hat es geholfen, dass man ihnen eben die Entscheidung abnimmt. Okay. Und dann halt so sagt, gerade jetzt halt so, ja, wenn sie überlegen, soll ich jetzt eine Brezel essen oder nicht? Ja. Da so unterstützt, genau, mit diesem zum Beispiel, wir können die Brezel auch teilen, wenn du willst. Ja, genau, oder so gemeinsam essen, das glaube ich, kann auch vielen helfen. Und das ist halt immer schwierig. Ich glaube, man muss da auch, also wenn man halt eine Person hat, mit der man offen drüber, also wenn die Person offen mit einem darüber redet, ist es natürlich das Beste, wenn du fragst, was würde dir jetzt helfen oder wie ist es für dich am besten, wie wollen wir es machen, soll ich dich, wie kann ich dich unterstützen? Halt wirklich auch zu fragen, wenn die Person, also es wird natürlich erst, wenn die Person einen Schritt weiter ist, dann zu fragen, hey, ich weiß ja, dass es bei dir alles gerade nicht so einfach ist und wie kann ich dich denn unterstützen? Was hilft dir, was soll ich? Oder auch einfach zu fragen, du, mit was mache ich es denn eigentlich schlimmer? Also was hilft dir jetzt eigentlich nicht, wenn ich sage, weil, und halt einfach zu sagen, du weißt, ich kann diese Krankheit einfach nicht greifen und es hilft mir total, wenn du mir sagst, was kann ich, was hilft dir, was hilft dir eben nicht, womit mache ich es schlimmer, weil das ist ja das Letzte, was du als Freundin machen möchtest und unterbewusst machst du es vielleicht durch irgendwas. Ja. Wobei man da halt auch schon wieder an dem Punkt sein muss, dass man von der Krankheit weiß bei der Freundin. Genau, deswegen meine ich so, die müssen schon mal, dafür muss man schon mal einen Schritt weiter sein und davon wissen und darüber geredet haben, dann ist das hilfreich und anfangs ist es, glaube ich. Würdest du mit der Person drüber reden? Also wenn du merkst, so, eigentlich ist es ja gewünscht, dass jetzt die Person, die Essstörung hat, auf dich zukommt, aber glaubst du, es gibt auch einen Weg, auf die Person zuzugehen? Ja, über dieses, wie geht es dir und und wenn du da halt wirklich merkst, dass die Person schon abblockt, dann nicht. Ich glaube, also man will immer so helfen und ich kenne das ja selber, wenn man irgendwie andere Leute sieht und man sich denkt, boah, ich würde jetzt so gerne was sagen und ich würde dir so gerne irgendwie helfen. Ich glaube, da sein reicht, ne? Ja. Zu sehen, so, du bist da und du liebst die Person so, wie die ist. Und das ist helfen und nicht so über das Thema vielleicht in dem Moment. Ja, weil die Person, wenn sie noch so abblockt, dann ist sie einfach noch nicht bereit dazu, darüber zu reden. Ja. Schön, ich finde, da sind wir auch ausführlich, richtig ausführlich drauf eingegangen. Das ist halt auch ein schweres Thema und ein Thema, über das man sehr lange sprechen kann und helfen soll. Hoffentlich hilft. Ja. Vielen Dank für deine ganzen Antworten, für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Gerne, gerne. Ja, ich hoffe, dass vielleicht dem einen oder anderen einfach auch mehr Verständnis für die Krankheit gezeigt hat oder auch einfach ein bisschen mehr aufgeklärt hat, euch vielleicht ein paar Tipps oder Hinweise, die ihr mit hinten nehmen konnte. Schreibt uns gerne auch eure Erfahrungen. Vor allem finde ich es immer interessant, dann wirklich über Tipps, was euch geholfen hat, was euch von Angehörigen hilft, was euch da, also das finde ich am interessantesten, wenn ihr euch da einfach in den Kommentaren vielleicht nochmal austauscht, weil ihr bestimmt noch, also in den komprimierten Zeit kann man ja auch gar nicht alles sagen und da hilft es dem einen oder anderen vielleicht nochmal ein bisschen nachzulesen. Also ja, genau. Danke, dass ihr mit dabei wart. Vielen, vielen Dank. Ja. Und dann bis zum nächsten Video. Wir sprechen ja noch über weitere Essstörungen. Genau. Und wir wünschen euch natürlich, egal in welcher Situation ihr seid, alles, alles Gute. Und habt euch lieb. Ja. Umarmt euch. Seid eurem Wert bewusst. Nee, also wirklich. Ja. Fühlt euch gedrückt von uns. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Bye.